Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Channel. Und heute ist es ein ganz besonderes Video, my friends, denn es ist das erste Video nach meinem 30-0 Run vergangenes Wochenende Info Champions. Ihr habt es mitbekommen, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben es endlich geschafft, die 30er-Bomb zu knacken. So oft sind wir knapp gescheitert. 29-1 hatten wir, 28-2, 28-2, 28-2, 27-3, 27-3. Immer wieder, ne? Zweimal verloren, einmal verloren und so weiter. Und letzte Woche war es dann tatsächlich soweit. Wir haben es geschafft. 30-0 ist da. Und ich bedanke mich hier auch nochmal bei euch allen für euren grandiosen Support, für euren Push im Livestream. Das war zu krass, Leute. Ihr habt mich so unterstützt. Wir haben so Gas gegeben, Spiel für Spiel. Und wir haben die 30er-Bomb geholt, wie ihr es hier gerade im Hintergrund seht. Wir sind 45. geworden mit einer makellosen Bilanz von 30-0. An dieser Stelle möchte ich nochmal ganz kurz erwähnen, dass ihr alle natürlich immer herzlich eingeladen seid bei meinen Livestreams auf Twitch. Ihr wisst ja, ich streame immer die komplette Weekend League, Freitag, Samstag, Sonntag, meist ab 21 Uhr. Den Link findet ihr in der Beschreibung und unter der Woche streame ich auch 2 bis 3 Mal, meist ab etwa 22 Uhr und manchmal sogar einen Tick früher, je nachdem, ob vielleicht Champions League ist, dann halt eben später, aber ansonsten vielleicht so 21 Uhr. Also gerne vorbeischauen und mit uns gemeinsam eine schöne Zeit verbringen, Leute. Glaubt mir, das ist auch was ganz, ganz Besonderes dort. Jetzt die Frage, was habe ich denn heute so Schönes vor für euch? Ich möchte, klar, mein Versprechen einlösen, euch nämlich meine 30-0-Taktiken zeigen. Denn es kamen einfach Dutzende Anfragen. Mirza, zeig mal Taktikanweisungen 1 Million Mal in den Livestreams quasi und ob ich ein Video dazu mache. Und ich habe euch ja gesagt, ich verspreche euch, ich mache direkt danach ein Video in der kommenden Woche und das ist jetzt sozusagen der Fall. Ich habe nämlich tatsächlich meine Taktik völlig verändert in der vergangenen Woche und ich spiele auch eine andere Formation, nämlich die 4-2-3-1-Formation an sich. Ich bin da wieder zurückgekehrt. Nach den letzten 2 Patches funktioniert diese Formation scheinbar wieder extrem gut und mit einer feinen Taktikanpassung bzw. auch Anweisungen auf einmal direkt im ersten Anlauf 30-0. Und ich möchte euch heute zeigen, wie ich das Ganze geschafft habe, was genau ich verändert habe. Und dann könnt ihr vielleicht für euch auch ein bisschen was rausnehmen. Ihr seht jetzt erstmal mein finales Team für die Qualifier, my friends. Ihr lest oben NGU Qualifier. Das ist mein Team, das ist meine Black Pearl quasi. Und ihr seht, dass ich mittlerweile auch Team of the Group Stage Messi hier mit am Start habe. Das ist einfach zu krass. Es geht nicht mehr höher. Ich darf nicht mal um 1 noch höher gehen, sonst bin ich schon bei 87 und ich darf ja eine maximale 86er Bewertung haben bei den Events, ne, bei den Qualifiern. Deswegen ist das das Maximale, was ich verwenden darf. Und es fühlt sich einfach super an. Wirklich. Krasses Team. Aber um das Team soll es ja heute nicht gehen, sondern mehr um die Taktiken, die dazu geführt haben, dass ich so stark aufspielen konnte. Und wir gehen rein in die individuelle Taktik und ihr seht hier direkt in der Übersicht, dass ich 4 Formationen parat habe, die ich mittlerweile alle beherrsche. Nämlich einmal die 4-3-3 Offensiv, die ich ja schon lange habe, die ist immer noch super. Dann die 4-3-1-2, das war eine lange Zeit meine allererste Numero Uno Formation. Dann 4-2-4 mittlerweile habe ich ja auch schon jetzt länger getestet, auch mega. Ja, dazu kommt vielleicht nochmal extra was, ja. Also auch eine sehr, sehr gefährliche und starke Formation. Und natürlich die 4-2-3-1-Formation, die jetzt mittlerweile zu meiner Nummer 1-Formation geworden ist. Und ihr seht, dass sich beim Offensivstil und beim Defensivstil einiges verändert hat bei den Formations. Nämlich, ich habe jetzt überall ausgeglichen. Glaubt mir, nach den letzten 2 Patches, vor allem nach dem vorletzten Patch, ist dieses Druck nach Fehlern, Pressing nach Ballverlust und alles, was ich hier hatte, nicht mehr gut, weil man hinten einfach krass offen steht. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach komplett anders. Das Spiel fühlt sich ganz anders an und ausgeglichen ist meiner Meinung nach das mit Abstand Beste, was man zurzeit spielen kann. Und wir gehen jetzt einfach in vereinzelte Formationen rein, aber ich möchte euch zuallererst direkt mal die Hauptformation erklären. 4-2-3-1, so habe ich gespielt und so hat es auf Anhieb mit dem 30-0 funktioniert. Ihr seht nämlich hier im Hintergrund direkt ausgeglichen und fangen wir mal hier an. Beim Defensivstil. Ich habe Breite, habe ich Mitte und Tiefe habe ich 1 über der Mitte. Ja, da fängt es schon mal an. Und zwar habe ich
diesen Tipp auf jeden Fall auch von Timo bekommen, meinem Teamkollegen von SK Gaming. Ne? Der spielt ja auch die 4-2-3-1-Formation, spielt super mittlerweile. Und ich habe ihn halt auch mal gefragt, wie hoch steht der denn? Und er hat gesagt, er steht 1 über der Mitte. Also schon recht hoch an sich, ne? Weil man sieht halt sehr viele Leute mit zurückfallen lassen und vor allem hier mit 4 Strichen und so weiter, ne? Oder mit 3 Strichen sogar. Und ich bin hier mit 6 Strichen am Start und ich finde, dass ich so ganz gutes Pressing machen kann. Und da ich ausgeglichen spiele, stehen die Spieler nicht zu tief und ich kann es bewusst alles kontrollieren. Ich finde, der gute Mix ist wichtig und vor allem ein Strich über die Mitte sorgt eben dafür, dass ich nicht viel zu heftig reingedrückt werde von Beginn an. Sondern ich kann gut pressen, aber trotzdem kompakt stehen. Ne? Und notfalls, wenn der Gegner halt eben langsam spielt, wird man zwangsläufig nach hinten geschoben. Aber ich kann es im ersten Schritt verhindern. Wisst ihr, was ich meine? Dann gehen wir weiter auf den Offensivstil, ausgeglichen, wie ich es bereits auch schon erwähnt habe. Breite habe ich in dem Fall 1 weniger als die Mitte. Ja, das heißt, ich bin jetzt mal einen anderen Weg gegangen. Ich habe ja sonst immer so gehabt und jetzt bin ich ein bisschen runter, damit die Spieler einen Tick enger stehen, um besser kombinieren zu können. Ne? Um vor allem auch besser Pressing aushebeln zu können. Denn je breiter die Spieler stehen, desto leichter kann man euch pressen. Und je enger die Spieler stehen, desto besser könnt ihr kombinieren und euch aus Pressing-Situationen befreien. Und ich denke, das ist mir ganz gut gelungen in der Weekend League, deswegen werde ich das auf jeden Fall auch so beibehalten. Spieler im Strafraum habe ich in dem Fall einfach nur die Mitte gelassen jetzt hier. Das ist auch wieder komplett anders als sonst, ne? Weil mittlerweile merkt man einfach, und das habe ich auch lange gesehen, man spielt sich halt außen herum, bis man eine Lücke findet, um in den Strafraum zu passen, um dann den einen Skill-Move anzusetzen. Sei es jetzt ein Dragback oder was auch immer, oder einfach nur drehen und schießen. Und wenn ihr halt so steht, dann sind viele Spieler im Strafraum. Ihr seid natürlich erstens mal konteranfälliger, aber man ist auch teilweise dann überspielt und man weiß gar nicht, was ist jetzt diese eine finale Aktion? Wo ist dieser eine Spieler dann frei? Man steht sich quasi selbst auf den Beinen, ne? So um es mal in einer Metapher herzunehmen. Und deswegen bin ich halt zurückgegangen und habe einfach die Mitte gelassen und jetzt hat man immer ein klares Ziel, wenn man nach vorne geht. Du bist am Strafraumrand und drehst dich, bis du siehst, du kannst jetzt den Spieler oder den Stürmer bis auf 13, 14 Meter im Strafraum anspielen. Und bam, kommt der Pass und dann machst du den Ball halt, nimmst ihn nach oben, machst den Dragback oder was auch immer. Ne? Also ein konkretes Ziel ist jetzt da. Und das hat echt Wunder gewirkt bei mir. Ihr habt es gesehen im Aufbauspiel. Das lief richtig gut. Eckenfreistöße habe ich 3 von 5 gelassen und das ist hier die Taktik. Gehen wir jetzt rüber zu den Anweisungen, my friends, und die sehen so aus. Und zwar habe ich bei den Außenverteidigern erstmal hinten bleiben, ja, eben wegen der Kompaktheit. Die beiden ZDMs bekommen beide Passwege zustellen und Mitte abdecken. Kein hinten bleiben oder defensive Verstärken oder sowas, sondern Passwege zustellen und Mitte abdecken. Mehr nicht. Der ZOM bekommt vorne bleiben. Der Stürmer bekommt Abwehr überlaufen und vorne bleiben. Das heißt, die beiden sind da immer vorne, ne, wenn ihr den Ball erobert. Und die beiden Flügelspieler bekommen bisher gar nichts. Und ich denke, das wird sich bei mir auch nicht ändern, denn ich habe ja einfach gut gespielt, wisst ihr, und ein gutes Gefühl gehabt. Ich habe hier überlegt, vielleicht für Flanken in den Strafraum zu machen, aber die bewegen sich so oder so schon sehr gut hinein. Ne, das ist wirklich der Hammer. Und ihr seht, ich habe nirgendwo defensive Verstärken, bis auf den Außenverteidigern darf ich hinten bleiben. Es ist wirklich sehr ausbalanciert mit dem Ganzen ausgeglichen. Ihr steht kompakt, könnt den Gegner aber gut unter Druck setzen und lasst euch nicht zu tief hinten reinstellen, weil je defensiver ihr steht, desto gefährlicher wird es auch, wenn der Gegner anfängt ein bisschen zu pressen. Ne? Ballverluste, super gefährlich. Und so habt ihr eine ausbalancierte Formation in alle Richtungen und ihr könnt euch gezielt bis nach vorne arbeiten mit ruhigem und sicherem Passspiel. Und das ist auch eine Formation, wo ich sage, es ist wichtig, ruhig zu spielen, vor allem jetzt nach dem letzten Patch. Es ist keine Formation, wo man schnell spielt. Da empfehle ich euch eine andere Formation, eher vielleicht die 4-3-1-2 Formation in dem Fall. Aber hier 4-2-3-1 eher ruhigerer Aufbau und 4-3-1-2 könnt ihr ruhig spielen, aber auch schnell. Und ihr seht hier, dass ich bei der Taktik alles einfach übernommen habe. Und ich muss sagen, es fühlt sich so gut an. Ne? Ihr habt eine Taktik für alle Formationen und da gibt es einfach keine Probleme. Ne? Also ich habe bei der Formation auch die Taktik genommen und es fühlt sich genauso gut an, wirklich. Also bei jeder Formation ist das eigentlich, ihr seht das hier, 4-3-3 habe ich sie übernommen und 4-2-4 habe ich sie auch übernommen. Also hier habe ich keine etwaigen Special Tactics, wenn ich dann irgendwann natürlich hinten liege, haue ich Dreierkette rein, schiebe alles nach vorne, das ist klar, das mache ich dann manuell, aber hier in dem Fall habe ich so wie es ist. Anweisungen, das ist natürlich das, was den Unterschied halt eben ausmachen kann. Ne? Die Anweisungen bei der 4-3-1-2 sehen so aus, hinten bleiben bei den Außenverteidigern, dann die ZMs bekommen alle drei Mitte abdecken, aber sonst gar nichts.
Ihr seht, hier hat sich's auch wieder verändert. Ich hatte hier nämlich nach vorne orientieren vorher, bei meinem letzten Taktik-Tutorial. Und jetzt bekommen alle drei einfach nur Mitte abdecken, sonst nichts. Der ZOM bekommt vorne bleiben und die beiden Stürmer bekommen Abwehr überlaufen. Also es hat sich ein bisschen verändert und es fühlt sich, wie gesagt, auch wieder besser an. Weil es das gleiche System ist. Ihr arbeitet euch langsam nach vorne und wartet dann im richtigen Moment, um den Spieler im Strafraum anzuspielen und den Skillmove anzusetzen. Also das ist bei mir quasi jetzt immer so und es fühlt sich wirklich gut an. Ne? 4-3-3 offensiv ist es auch eine ähnliche Sache. Und zwar, wir gehen rüber, hinten bleiben bei den Außenverteidigern. Die beiden ZMs bekommen ausgewogener Angriff, also wirklich auch gar nichts. Nur Mitte abdecken, also kein Hintenbleiben, kein nichts. Der ZOM bekommt vorne bleiben. Der Stürmer bekommt Abwehr überlaufen und vorne bleiben, ähnlich wie bei 4-2-3-1. Und die beiden Flügelspieler bekommen Abwehr überlaufen und für Flanken in den Strafraum, in dem Fall hier. Weil die stehen halt nochmal schon noch viel weiter außen jetzt als bei der 4-2-3-1. Das sind ja LOM und ROM und das sind halt LFs und RFs. Deswegen will ich halt, dass die noch ein bisschen mehr mit reingehen, deswegen Flanken in den Strafraum. Ne? Kann man vielleicht sogar rausnehmen, müsst ihr mal selber für euch testen, aber so klappt es bisher gut. Und dann gehen wir noch zu einer Formation über, 4-2-4-Formation, my friends. Die habe ich vor kurzem im Stream getestet, die habe ich in Food Champions getestet und ich kann euch sagen, gegen viele Leute, gegen viele vor allem durchschnittliche Gegner, ist das eine Formation, wo ihr euren Gegner komplett überfordert. Das ist richtig heftig, weil das Geile ist, ihr steht einfach kompakt, man glaubt es kaum, ne? Ihr steht kompakt hinten, also ich habe hier hinten bleiben bei beiden Außenverteidigern, hier habe ich hinten bleiben beim Rechten und beim Linken habe ich einfach nur ausgewogen. Hier habe ich schon hinten bleiben gegeben, weil ihr habt nur zwei ZMs. Das war's. Ihr habt nicht mal ein ZOM oder sowas, ihr habt nur zwei ZMs. Deswegen sollte einer schon defensiver agieren. Wisst ihr, was ich meine? Beide Mitte abdecken, alle vier Stürmer bekommen Abwehr überlaufen und die beiden Außen bekommen nochmal hier für Flanken in den Strafraum. Also ähnlich wie bei 4-3-3 Offensiv. Und ich kann euch sagen, bei der Formation, Leute, wenn ihr gegen durchschnittliche Gegner zockt oder das Gefühl habt, ihr kommt gerade nicht vorbei, unglaublich, was hier abgeht. Offensiv. Ja, richtig krass. Und defensiv seid ihr kompakt. Das ist immer eine Formation, die kann man als eine Art Überraschungseffekt reinbringen. Und ich habe halt mittlerweile jetzt vier sehr ausgewogene, aber doch recht unterschiedliche Formationen und fühle mich in-game immer wohl, weil ich weiß, ich kann immer variieren. Ich bin immer variabel und ich hatte noch nie nach 2 Monaten FIFA vier Formationen, auf die ich zurückgreifen kann, plus die Dreierkette, die ich auch noch reinschmeiße, wenn es wirklich notwendig sein sollte. Ne? Wichtig ist, und das ist ein ganz wichtiger Tipp an euch, wenn ihr das Gefühl habt, nach etwa 30 Minuten, ihr kommt nicht gut nach vorne, ihr kommt zu keinen Tormöglichkeiten, switcht die Formation. Spätestens nach 30 Minuten, my friends. Und was heißt, ihr kommt zu keinen guten Möglichkeiten? Wenn ihr natürlich immer gut in den Strafraum kommt, aber der Gegner verteidigt die letzte Drehung oder sowas, dann ist das trotzdem gut in den Strafraum gekommen. Ne? Also das zählt dann als gut. Wenn ihr aber nicht mal dorthin kommt und der Gegner presst euch zu und ihr schafft es nicht, was aufzubauen, dann sollten auf jeden Fall die Alarmglocken klingen, nach etwa 30 Minuten switcht die Formation. Und dann geht es von mir, bei mir ist das so, von 4-2-3-1 auf 4-3-1-2. Das ist die erste Variante. Und wenn ich dann bei 4-3-1-2 genauso merke, es läuft nicht, gehe ich auf 4-3-3 offensiv. Und wenn ich dann merke, es geht nicht, gehe ich auf 4-2-4. Und sollte ich sowieso reinscheißen und ich bin in Rückstand, gehe ich auf die Dreierkette. Und macht Teampressing rein. Ab etwa der 70. Spielminute. Dreierkette und Teampressing. Das ist so mein Ablauf, wie ich alles mache und wie ich mich zurzeit sehr stark fühle. Ich finde zurzeit, glaube ich, in absoluter Topform. Aber wir müssen schauen, wie sich das noch entwickelt. Ich spüre noch so viel Potenzial und wir sind noch am Anfang der Saison. Es kommen noch so viele Qualifier, so viele Möglichkeiten für Turniere. Deswegen drückt mir die Daumen, my friends. Ich denke, dieses Jahr kann noch sehr gut werden und wir sind in absoluter Form und ich teile das natürlich alles mit euch. Ich bin sehr gespannt, wie euch die Taktiken helfen werden. Gebt mir natürlich wie immer Feedback. Ich freue mich immer sehr darüber. Ne? Wenn euch dieses Video grundsätzlich natürlich erstmal gefallen hat, dann bitte ich um ein dickes, fettes Daumen nach oben, my friends. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Abonniert meinen Channel für FIFA 20 Videos, Tipps, Tricks und Tutorials und aktiviert natürlich die Glocke für Benachrichtigungen, selbstverständlich. In der Beschreibung findet ihr meine weiteren Social-Media-Kanäle. Seid ihr also auf Social Media aktiv, dann folgt mir dort gerne. Ja? Vor allem Instagram bin ich am aktivsten und ich freue mich immer sehr über eure Unterstützung dort. Support ist kein Mord, ihr wisst ja, ich sag's ja immer wieder. Und ja, wie gesagt, Twitch, gerne vorbeischauen, schöne Zeit mit uns verbringen. Es ist dann doch nochmal was anderes als YouTube, Leute. Ich stream wirklich 5 bis 6 Mal die Woche. Ihr könnt mich da eigentlich gar nicht verpassen. Wochenende vorbeikommen, unter der Woche vorbeikommen. Einfach unten in der Beschreibung den Twitch-Kanal kostenlos abonnieren, kostenlosen Account erstellen,
Und glaubt mir, es ist eine geile Sache. Ich freue mich auf euch. Das war's für heute. Und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe. Tschüss. Bis dann.